Wir fahren heute gemeinsam Volkswagen ID.7 und falls ihr heute alles zum Elektro-Passat wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert hier auch unseren Kanal The Car Crush Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Klassisches Review bedeutet, wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, über den Kofferraum, aber eben auch, wie komfortabel fährt er sich und vor allem, wie weit kommt er. Habt ihr darauf Bock? Sehr gut, dann würde ich sagen, los geht's! Du brauchst schnell ein Auto, egal ob privat oder geschäftlich. Das 6 Plus Auto Abo ist die beste Alternative zum Autokauf oder auch Leasing. Spar dir also hohe Anschaffungskosten bzw. die Starrheit eines Leasingvertrags. Zum monatlich günstigen Fixpreis erhältst du schon ab morgen dein Auto. Vom Kleinwagen über SUV bis hin zur vollelektrischen Limousine. Und das Beste dabei, alles ist inklusive Vollkaskoschutz, keine Kosten für TÜV, Wartung und saisonale Bereifung. Monatlich in der App kündbar und jetzt direkt digital und flexibel abonnieren und schon morgen losfahren. Ihr seht schon, wir sind extra nach Marseille gefahren bzw. geflogen, um euch hier dieses Auto im Fahrbericht vorzustellen. Es regnet leider die ganze Zeit. Sorry für das schlechte Wetter, aber wir sind hier keine Miesepeter. Wir lassen uns jetzt nicht vom Wetter hier schlechte Laune machen, sondern wir freuen uns sehr auf den Fahrbericht vom ID.7. Und wir haben den euch ja schon bei der Weltpremiere vorgestellt. Wir haben den ja euch schon gecovert vorgestellt. Wir sind ihn auch schon gemeinsam gecovert gefahren und heute dürfen wir jetzt wirklich alles zeigen und vor allem auch längere Strecken gemeinsam fahren. Heißt, heute geht es vor allem darum, wie weit kommt er wirklich, wie effizient ist er und vor allem, wie langstreckentauglich ist er. Ne? Und das ist ein Auto, was wirklich dafür konzipiert ist. Das ist obere Mittelklasse, fast 5 Meter lang und vor allem eben sehr komfortabel, hat ein gutes Fahrwerk und soll eben auch bis zu 700 Kilometer weit kommen. Jetzt aber Stück für Stück. Wir machen es so wie immer. Erstmal sprechen wir über die Historie und Volkswagen hat die ID-Offensive. Heißt, es wird vermutlich einen ID.1 geben, der unter 20.000 Euro beginnen soll. Wir haben euch ja schon den ID.2all vorgestellt. Der soll unter 25.000 Euro beginnen. Der ID.3 hat jetzt gerade ganz frisch ein Facelift bekommen. ID.4 und ID.5 haben auch nochmal ein Update bekommen, heißt, die haben jetzt einen effizienteren und auch ein bisschen stärkeren Motor, hat euch Jan vorgestellt. ID.6 gibt es bei uns in Deutschland nicht, aber dafür in China, das ist quasi die Langversion und jetzt eben ID.7 bzw. ID.Bus. Was haben die alle gemeinsam? Zumindest die letzteren. Die stehen alle auf dem MEB, also auf dem modularen Elektrobaukasten. Das ist eine 400-Volt-Technologie. Und wenn man jetzt mal ins Wettbewerbsumfeld guckt, dann ist das unter anderem ein Hyundai Ioniq 6. Der hat eine 800-Volt-Technologie, kann ein bisschen schneller laden. Dafür kommt er hier aber weiter. Auch darüber werden wir später sprechen. Dann gibt es noch das Tesla Model S bzw. NIO ET7. Also wirklich sehr, sehr viel. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den jetzt so optisch findet. Für mich ist es der beste ID. So, das droppe ich jetzt einfach mal so. Und ganz spannend auch noch, den gibt es als Kombi. Den wird es als elektrischen Kombi geben und so viel ich jetzt schon gesehen habe, finde ich den ganz schön sexy. Das erste Review findet ihr hier auch auf dem Kanal. Zwei Ausstattungsvarianten, Pro und Pro S. Hier haben wir jetzt die Pro-Variante. Die ist jeweils gekoppelt an die Akkugröße, also entweder 77 Kilowattstunden oder 85 Kilowattstunden, entweder 620 Kilometer Reichweite oder eben 700 Kilometer Reichweite. Alle haben aktuell nur Heckantrieb. 2024 soll aber auch noch eine Allradantrieb-Variante kommen. GTX heißt sie dann, genau, so wie auch der ID.5 oder ID.4 GTX. Jetzt schauen wir uns mal die Front an und erstmal haben wir hier einen sehr guten CW-Wert von 0,23. Ja, da lacht der ID.7 auch hier über den Regen. Das lässt ihn nicht kalt aussehen, ein bisschen blöd aussehen jetzt hier in dem Regen, sondern das ist wirklich gut. Auch wenn man das jetzt mit dem Ioniq 6 vergleicht, der hat ein bisschen besseren CW-Wert, aber der hier kommt, wie gesagt, eben ein bisschen weiter. Die Kombi-Variante hat einen CW-Wert von 0,24 und insgesamt gibt es 5 Farben. Grau kostet keinen Aufpreis, das heißt, für die Farbe zahlt ihr hier nichts. Weiß, Blau, Schwarz bzw. Silber kosten dann zwischen 700 und 900 Euro Aufpreis. Den hier gibt es übrigens auch schon im Konfigurator, heißt, ihr könnt auch schon mal durchklicken und die ganzen Pakete eben euch angucken. Vorne sehr zentral VW-Logo, das ist das neue Logo, jetzt hier auch in einem Weiß abgesetzt. Serienmäßig LED-Licht und wenn ihr das optionale IQ-Light nehmt, also das Matrix-LED-Licht, dann habt ihr so eine durchgehende Leuchte und vor allem eben ein Matrix-LED-Licht, heißt, das blendet den Gegenverkehr ab. Schilder an und ihr fahrt permanent mit Fernlicht. Und was ich ganz sympathisch finde, ist, dass er hier so kleine Augen hat, die sich auch so bewegen, wenn man den auf- und zuschließt. Also es sieht wirklich so ein bisschen vermenschlicht aus.
Was auch wichtig ist, vorne ist der Kühlergrill geschlossen. Unten haben wir aber auch nochmal ja, so eine kleine Jalousie, die sich öffnet oder schließt, je nachdem, ob wir Bedarf an Kühlung haben. Und hier drumherum auch nochmal alles im Kontrast schön schwarz lackiert, genauso wie das Dach übrigens. Und wir haben hier auch nochmal eine Öffnung für einen besseren CW-Wert. Ich glaube, ich sehe jetzt aus wie so ein nasser Pudel, aber egal, ich gebe mein Bestes hier. Und wir sprechen vielleicht mal über die Ausmaße. Und der ist richtig lang, ne? 4,97 Meter ist 1,57 Meter breit und 1,54 Meter hoch, hat einen Radstand von fast 2 Metern, also 2,97 Meter, fast 3 Metern, Entschuldigung, 2,97 Meter und aber trotzdem einen Wendekreis von 10,90 Meter. Heißt, der ist super wendig. Wir sind hier auch in echt enge Straßen gefahren und haben es auch wirklich durch sehr viele enge Kurven geschafft. Nachher im Fahrbericht gibt es mehr dazu. Hinten Elektromotor, bei der GTX-Variante wird dann vorne auch noch ein Elektromotor dazukommen. Sollen wir weiterfilmen, Jan, auch wenn es so regnet? Klar. Wir ziehen es durch, oder? Eingelassene Türgriffe für einen besseren CW-Wert, seht ihr gleich, wenn Jan den Schwenk gemacht hat. Und es gibt den entweder mit 19 Zoll Felgen oder mit 20 Zoll Felgen. Was wurde denn hier alles angepasst am Fahrwerk? Unter anderem eben das adaptive DCC, das wurde noch mal ein bisschen angepasst, die Progressivlenkung und auch der Fahrdynamikmanager. Besprechen wir auch nachher bei der Fahrt. Jetzt wird es immer mehr Regen, aber egal, 19 Zoll serienmäßig optional 20 Zoll Felgen. Und was ich richtig cool finde, ist, dass wir hier eben optional auch noch die Möglichkeit haben, das VW-Logo zu drehen. Ne? Dann bleibt das immer gerade stehen. Jan hat es jetzt hier perfekt positioniert, dass es eben richtig steht. Drumherum natürlich keine Plastikbeplankung, alles lackiert. Und hier außen haben wir dann auch nochmal einen sehr breiten Seitenschweller und oben drüber dann auch nochmal. Was wir gleich checken müssen, ist, ob das Hosenbein jetzt gerade bei so einem Wetter dann dreckig wird, wenn man da beispielsweise die Tür öffnet oder auch nicht. Wie gesagt, habe ich euch ja gerade schon erzählt. Und optional gibt es jetzt hier auch noch ein Glas-Panoramadach. Das kann man nicht öffnen, aber man kann es dimmen. Und das zeige ich euch später dann im Innenraum. Was hier jetzt immer bei der grauen Farbe ist, ist das schwarz abgesetzte Dach. Sonst oben drumherum noch mal so eine silberne Linie. Die finde ich persönlich nicht so schick, aber wahrscheinlich hat man das designtechnisch gebraucht. Ja, einfach um da noch mal ein bisschen mehr Kontrast zu dem Schwarz oben zu bringen. Schwarze B-Säule mit Volkswagen hat euch Jan gerade gezeigt. Und hinten hat man geguckt, dass man nicht nur auf den CW-Wert achtet, sondern auch ausreichend Platz eben für den Kopfraum hat im Fond. Schauen wir uns dann später an, ob ich da hinten ausreichend Platz habe. Stummelheck hinten, durchgehende Leuchte und ja, ich bin auf die GTX-Variante gespannt. Was an dem Auto auf jeden Fall spannend ist, ist, dass der auch relativ schnell laden kann. Ne? Ich zeige euch jetzt mal, wo das funktioniert. Und zwar hier an der Seite. So kann man es dann aufmachen. Und man kann ihn jetzt AC oder DC laden. Wenn man ihn mit 11 kW lädt, dann braucht er 8 Stunden, um von 0 auf 100% voll zu sein. Man kann die Pro-Variante, also die 77 Kilowattstunden fassende Variante mit bis zu 175 kW laden. Dann braucht ihr ungefähr 28 Minuten, um voll zu sein. Die andere eben dann, also die größere mit bis zu 200 kW, braucht aber ungefähr gleich. Man hat es einfach nur erhöht, dass man nicht halt ja über diese halbe Stunde Wartezeit kommt. Hier ist jetzt keine Leuchte, soweit ich das sehe. Was ich aber ganz charmant finde, ist, dass das so nach oben hier hin nochmal wegklappt. Dann hat man hier nochmal den Schutz vor Regen von oben und eben nicht ja, auf die Seite. Geht auch wieder einfach zu. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, ihr seht jetzt hier auch so einen kleinen Radspoiler nochmal für einen besseren CW-Wert. Die Leuchte hinten auch wieder durchgehend. Das ist jetzt hier so eine optionale 3D-Optik. EQ-Light steht auch nochmal drin mit so kleinen weißen Elementen. Und ich mag auch ganz gerne, dass hier dieses typische ID-Warmmuster nochmal integriert ist. VW-Logo, dann auch nochmal zentral, kleiner Bürzel oben drüber. Und ihr seht jetzt hinten keinen Heckscheibenwischer. Ne? Das ist eine Limousine und hinten haben wir sehr viel dunkle Fläche. Haifisch-Flossenantenne hinten auch. Und ja, ich finde den wirklich schön und für mich ist es der schönste ID. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Aber vor allem geht es bei dem Auto eben darum, dass er auch sehr komfortabel ist. Unten haben wir auch einen sehr zurückhaltenden Diffusor. Und jetzt schauen wir uns mal den Kofferraum an, oder? 530 bis 1600 Liter Fassungsvermögen haben wir jetzt hier. Und was ich ganz gut finde, ist, dass der hoch anschlägt. Was ich nicht so gut finde, ist, dass wir jetzt hier eine sehr hohe Kante bzw. sehr breite Kante haben, dass wenn ich mich ins Auto beuge, kriege ich jetzt hier gleich dreckige Beine und das werdet, oder nasse Beine, das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich versuche, die Hutablage wegzumachen. Erst aber mal hier zum doppelten Ladeboden. Ihr seht, das passt hier sehr bündig rein. Ich kann das aber auch hier komplett runter machen. Ne, das funktioniert auch hier mit einer Hand. Und jetzt machen wir mal die Hutablage weg. Hast du gesehen, dass es einen doppelten Ladeboden gibt?
Ja, den können wir uns auch noch angucken. Dann mache ich das vielleicht auch gleich wieder hoch, dann ist es beim Umklappen ein bisschen besser. So, ihr seht jetzt auch, das funktioniert einfach und hier drunter ist dann auch nochmal Platz. Hier habt ihr dann beispielsweise die Möglichkeit, das Ladekabel zu verstauen, weil wir haben keinen Frunk vorne. Heißt, diesen Platz hier unten kann man auf jeden Fall gut nutzen. An der Seite dann auch nochmal ein bisschen Platz. Hier gibt es auch nochmal so ein Netz und auf der Seite ist dann auch nochmal Platz. Hutablage. Und da seht ihr jetzt schon, ich muss jetzt hier leider mit meinen Knien dran, um das rauszumachen, weil das funktioniert nicht wirklich einfach, weil das einfach sehr nah an dem Auto ist. Und das finde ich auch nicht so geil, ehrlicherweise. Vielleicht, guck, wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich ein Kritikpunkt, aber ich gehe jetzt mal hinten auf die Rückbank und mache das vielleicht so. Da mache ich mir auch die Beine nicht kaputt, das ist beziehungsweise dreckig, das ist vielleicht die clevere Lösung. Also ihr müsst es nicht unbedingt machen, wenn ihr clever seid, macht das anders. Und hier konnte ich jetzt die Rückbank eben von vorne umklappen oder ich mache das an diesem Haken. Ich zeige euch das mal noch auf der anderen Seite. Und so haben wir eben das volle Kofferraumvolumen. Ich nehme das mal hier auch noch raus. Was ich ganz cool finde, ist hier dieser Haken dann auch nochmal. Da kann ich einfach dran ziehen und dann klappt der auch nochmal automatisch zurück. Und das ist wirklich richtig viel Platz und ist auch sehr, sehr alltagstauglich. Ja. Ladekante ist auch sehr niedrig, heißt, wenn man was B- oder entlädt, dann ist das auch kein großer Stress. Jetzt mache ich hier mal wieder hoch und zu, dass jetzt nicht das ganze Auto nass wird. Und wir schauen uns noch die Verarbeitung hier oben an. Die ist in Ordnung, die ist solide, da gibt es keine scharfe Kanten und vor allem gibt es hinten eben einen Knopf, um die Heckklappe einfach zuzumachen. Kamera befindet sich auch nach hinten. Schauen wir uns dann auch gleich noch im Innenraum an. Kannst du noch was über Anhängelast erzählen? Kann ich. Anhängelast ist in dem Fall jetzt 1200 Kilogramm. Und ihr könnt natürlich auch eine Vorrichtung fürs Fahrrad hinten drauf machen. Dann habt ihr eine Stützlast von 75 Kilo. Heißt, ihr könnt eben zwei Elektrobikes mitnehmen. So, ich gehe mal auf die andere Seite. Und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich habe. Wie gesagt, fast 3 Meter. Ist das jetzt wieder runtergeklappt gerade? Fast 3 Meter Radstand. So. Nach vorne hin sehr viel Platz, auch wenn der Sitz jetzt nach hinten gestellt ist. Nach oben hin habe ich auch noch mal 2 Fäuste und vor allem keinen Mitteltunnel. Heißt, ich kann auch in der Mitte sehr komfortabel sitzen. Vorne noch 2 USB-C-Anschlüsse. Oben drüber dann auch noch eine Sitzheizung, die ich einstellen kann und eine Klimaautomatik, die man an- oder ausmachen kann. 3 Innenraumwelten gibt es insgesamt, eine helle, eine ganz schwarz und eine hier noch in der Kombination mit so einem blauen Paspel. Es gibt auch noch einen Stoffsitz. Die sind wirklich weich gepolstert hier, die Kopfstützen. Auch die Sitze geben ein bisschen Seitenhalt. Mittelkonsole lässt sich hier auch runterklappen. 2 Cupholder. Hier dann auch nochmal eine Durchreiche für die Mitte, ne? Das ist auch ganz praktisch. Da könnt ihr einmal durchgucken, genau. Musst du einmal drüber wischen, Jan? Soll ich? Nee, eigentlich nicht. Passt, ich dachte nur gerade, weil du in deine Hose gegriffen hast. Und hier haben wir dann auch noch eben dieses große Dach und das kann man dimmen. Ich habe es euch ja außen schon mal gesagt. Ich gucke mal, ob ich das gerade hinbekomme. Schaut mal. Ist das nicht cool? Aber man kann es leider nicht öffnen. Sonst gibt es hier auch noch mal so kleine LEDs, falls man es ein bisschen heller hinten haben möchte. Und da dann auch noch mal 2 kleine Taschen für ein Handy oder so. Jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir noch in die Tür. Harman-Kardon-Anlage, oben dann auch noch mal gepolstert. Ne? Das ist nicht so wie die anderen ID-Modelle, die sehr kritisiert wurden, beziehungsweise die Anfänger der ID-Modelle, dass sehr viel Hartplastik ist. Hier dann eben auch noch mal so ein Velour, unten alles noch mal bezogen. Klavierlack. Ist das Velour? Das ist Velour, ja. Hier dann, also Velour muss ja nicht immer Leder sein. Ne? Okay. Velour heißt ja nur die Struktur. Das ist quasi Mikrofaser, aber Velour heißt eben offenporiges Leder. Hier dann Klavierlack, Fensterheber und unten haben wir ein bisschen Haarplastik. Aber auch die Tür ist mit Filz ausgekleidet, heißt, wenn man da eine Flasche drin hat, dann klackert das nicht so rum. Die Tür sieht schon mal gut aus und auf jeden Fall obere Mittelklasse. Das ist uns ganz wichtig, das ist ein richtig gutes Auto. Jetzt sprechen wir aber noch vorne über die Leistungsdaten und ich mache euch mal die Motorhaube auf. Und wir checken mal, ob der noch einen Frunk hat. Ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, nein, er hat keinen Frunk, aber vielleicht mal zu den Motordaten. 210 kW, also 286 PS und 445 Newtonmeter maximales Drehmoment. 545, ich kann es mir einfach nicht merken. 545, ja, 545.
Ihr wisst Bescheid, Newtonmeter in 6,5 Sekunden ist auf 100 und fährt von max 180 km/h. Kommt wie gesagt zwischen 600 und 700 Kilometer weit und verbraucht zwischen 14 und 16 Kilowattstunden. Das Interessante ist, der ist so ausgelegt, dass er bei 130 km/h den besten Verbrauch hat und vor allem am effizientesten ist. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist endlich ins Trockene gehen. Da kommt Jan dann mit dazu. Wir besprechen alles zum Thema Infotainment-System, zu den Sitzen und ja, dann fahren wir los. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Habt ihr eigentlich schon mal von Laden an Läden gehört? MBW macht es möglich, dass ihr keine unnötigen Wege mehr fahren müsst und ihr könnt unter anderem bei DM, Globus, Baumarkt oder auch Rewe direkt beim Einkaufen laden, was wir super praktisch finden. Und man kann mit der Mobility Plus App auch vor Ort bezahlen. Mehr Infos gibt's unten in der Infobox. Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum. Ich habe mir jetzt erstmal die Sitzheizung angemacht und auch die Lenkradheizung, dass ich mich ein bisschen wärmen kann. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal hier über das Dach. Und das ist wirklich riesengroß. Geht von hier vorne bis nach hinten. Kleiner Nachteil ist, dass man es leider nicht öffnen kann. Aber ich kann es dimmen und zwar hier an diesem Slider. Machen wir es mal dunkel. Seht ihr? Und auch wieder heller. Und das funktioniert auch ganz einfach. Aber eben hier per Touch, also nicht per Knopfdruck, ist so ein bisschen wie im Porsche Taycan. Sitze sehr bequem, haben eine weich gepolsterte Kopfstütze, die ich auch in der Höhe einstellen kann. ID steht unten drunter und das ist jetzt hier so ein Mikrofaser perforiert. Und das Schöne ist, wenn man sich auf diesen Sitz hier sitzt, der ist übrigens optional, also aufpreispflichtig, dann erkennt der, ob er heizen oder kühlen oder beides machen soll. Der erkennt nämlich dann, ob ich schwitze oder ob mir zu kalt ist und macht das von allein. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Jetzt auf jeden Fall ist mir kalt, deswegen volle Pulle. Ja, Heizung hat dicke Seitenbacken, ausreichend Sitzfläche und vor allem eine Beckenbodenaktivierung. Heißt, er bewegt nochmal von unten, wenn man die Massage anmacht. Und auch als Fahrer wird man dadurch auch ein bisschen fitter und vor allem auch wacher, was ich richtig gut finde. Lenkrad unten abgeflacht. Hinten dran sehr kleines Cockpit, da sprechen wir gleich drüber. Riesengroßes serienmäßiges Display hier in der Mitte. Schöne Ambientebeleuchtung, die man auch in vielen verschiedenen Farben einstellen kann. Und als nächstes würde ich vielleicht mal in die Tür mit euch gemeinsam schauen. Und die sieht genauso aus wie auf der Rückbank, ist wirklich gut verarbeitet. Hat teilweise eben wieder diesen Velour-Look, also das Mikrofaser. Teilweise oben eben alles bezogen, nur der Klavierlack. Finde ich nicht so geil, aber es ist Geschmackssache am Ende des Tages. Unten dann auch nochmal alles mit Filz ausgelegt, dass da eben nichts rumklackert. Haben wir eine Einstiegsleiste? No. Keine Einstiegsleiste, das finde ich ein bisschen schade, das hätte ich ganz gut gefunden. Ne? Aber so ein Hosenschmutz. Aber so ein Hosenschmutzding, ne? Also das meinte ich vorhin außen schon, da müssen wir drüber reden. Und ja, da sammelt man ein bisschen Schmutz vielleicht, aber Jan kommt gleich dazu und dann gucken wir uns das mal an. Großes Handschuhfach und das ist jetzt tatsächlich hier mit Samt nochmal ausgeformt. Das ist sehr edel. Hier dann eben die Ambientebeleuchtung integriert und die kann man hier unten einstellen und hier oben farblich, zeige ich euch gleich. Oben dann alles gepolstert, sehr waagrechte Lüftungsdüse, hier auch nochmal gepolstert und da drüben seht ihr übrigens die Harman Kardon Anlage, die ist optional. Mittelkonsole. Hat hier eine ganz leichte Polsterung, da wo das Knie quasi das Fahrzeug berührt. Hier unten haben wir dann auch nochmal sehr viel Platz für eine größere Tasche. Also da habe ich vorhin noch zum Beispiel meine Bauchtasche reingemacht. Und jetzt guckt mal. Hier induktive Ladefläche mit ein paar Krümeln. Sorry, ich habe vorhin ein Brötchen gegessen. Hier dann auch nochmal zwei USB-C-Anschlüsse. Und das kann man jetzt hier zumachen. Zwei Cupholder. Kann ich hier auch rausnehmen. Und dann kann man das auch hier zumachen und da beispielsweise auch das Handy drauflegen. Und dann sieht es hier drin schon mal nicht so chaotisch aus. Drumherum leider wieder ein bisschen Klavierlack. Das finde ich jetzt auch wieder nicht so geil. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Hier dann der Schlüssel. So sieht er aus. Das ist der klassische Volkswagen-Konzernschlüssel, den mittlerweile fast jedes Modell hat. Hier zwei geteilte Armauflage, die sich auch separat öffnen lässt. Snacks, immer sehr wichtig. Danke, VW, an der Stelle. Ich glaube, den Riegel gönne ich mir gleich und Jan kriegt den anderen, nachdem wir gefilmt haben. Und da unten ist auch noch sehr viel Platz für mein Handy. Hier geht es dann auch noch ein bisschen rein oder für alles andere, was ihr da so reinmachen wollt. Mal hier mal wieder zu. Kann man auch jetzt einfach da unten reinlegen. Was ich cool finde, Jan hat ganz oft seinen Arm hier auflegen und ich sage immer, mach mal den Arm weg, dass ich da dran komme. Muss ich so gar nicht sagen, weil das geht eben zweigeteilt auf. Ich kann dann von der Seite mir den Riegel schnappen. Apropos schnappen. Jetzt kommt er rein, mein Schnappi. Oh Gott. Bester Mann. Hi, ich bin nass. Es regnet. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es regnet, ja. Du bist nass wie ein Krokodil. Und eine Leuchte habe ich auch dabei. Was sagst du zum Auto? Ich finde den mega. Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6 ist mir
Von der Optik, wobei inzwischen gefällt er mir ganz gut. Ich mag, dass der CW-Wert optimiert ist. Im Innenraum hat man wirklich sich viel mit der Kritik bei VW beschäftigt, das angepasst und schreibt uns einfach mal in die Kommentare, wie euch der Innenraum gefällt. Gut. Vielleicht nach dem Video. Ja, nach dem Video oder guckt jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter, denn ich zeige euch ja noch ganz viel, bevor wir hier ein Urteil fällen. Jetzt vielleicht zur Home-Ansicht erstmal. Gehen wir hier zurück, immer auf diesen kleinen Knopf, kommen wir zur Home. Und das ist sehr übersichtlich. Erstmal denkt man so, wow, too much information. Aber die neue Home-Ansicht ist quasi so aufgeteilt, dass man hier so ein Hauptmenü hat, welches man durchsliden kann. Hier oben nochmal die wichtigsten Shortwahlpunkte, die man sich auch konfigurieren kann. Und da dann auch nochmal verschiedene Apps. So, klingt jetzt erstmal kompliziert, aber eigentlich kann man sich die wichtigsten Sachen da vorne reinmachen, die Navi da, und dann braucht man nicht mehr, hat hier immer noch die Batterie in der Übersicht und unten alles zur Klima. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Klima klicke, sprechen wir vielleicht zuerst darüber, können wir jetzt hier die ganz einfach anmachen. Es gibt eine Option, dass wir die Lüftung direkt auf mein Gesicht quasi machen, also falls ich es eher direkter mag. Man kann es aber auch so ein bisschen indirekter machen und vor allem kann man auch die Richtung nochmal selbst hier konfigurieren. Man kann die Stärke nochmal reinmachen und übrigens, falls Jan einen Schlüssel hätte und ich, würde sich das Auto quasi den Schlüssel merken und die Konfiguration der Klimaanlage und würde es dann jedes Mal, wenn man sich mit dem Schlüssel nähert, so eben anpassen. Man hat hier auch noch so ein paar smarte Dinge, die finde ich ganz cool, wie zum Beispiel Füße wärmen, freie Sicht, schnell heizen. Da muss ich mir auch keine, weil ich check's manchmal nicht, was ich da drücken muss und was nicht. Das ist jetzt auch für Dummies quasi. Hier kann man dann auch noch mal sinken und da geht das Ganze dann auch wieder aus. Oben waren die Aktivierungsknöpfe, Wirbelsäule und Becken. Das da? Nee, das ist die, ob die Lüftung direkt ist ja, oder stimmt. Indirekt. Finden wir bis später raus, wo die Wirbelsäulenaktivierung hier. Ist. Ich habe eine Frage an dich, Jessie. Hm? Ja, das ist jetzt ja die Massage und nicht die Aktivierung, ne? Lendenaktivierung. Ah, doch, du hast recht. Scheiße. Ich habe eine Frage an dich. Ha? Jetzt fangen wir mit dem Infotainment an. Ja. Warum nicht Lenkrad und Cockpit? Weil ich noch nicht aktiviert war, Entschuldigung. Ah, ja, okay. Machen wir das Lenkrad und Cockpit, Entschuldigung. Ich aktiviere mich in dem Moment. Unten abgeflacht in der Mitte VW-Logo. Hier haben wir eben unter anderem auch die Lenkradheizung. Hier über View kann ich quasi verschiedene Dinge einstellen. Da passiert jetzt vorne nicht erst so mal viel. Erstmal OK drücken. Genau, hier könnt ihr dann eben euch verschiedene Dinge durchtoggeln. Aber das war es eigentlich auch schon. Was toggelt denn durch? Gar nichts leider. Deswegen mach mal die Tür zu. Da toggelt nichts durch. Okay. Also vorne kleines Cockpit. Hier kann ich dann die Einstellung vornehmen für die Assistenzsysteme und da drüben dann nochmal alles eben für das Licht. Machen wir es vielleicht mal auf Auto und nicht mehr hier auf Standlicht. Vorne großes Cockpit bzw. digitales Head-Up-Display. Heißt, ich habe die wichtigste Information auch auf der Straße. Das ist ganz spannend. Und wenn ich auf View klicke, ändert sich nichts vorne, sondern das Head-Up-Display. Seht ihr das? Also die Idee war, dass man hier ein kleines Display hat ja. Und das Head-Up-Display AI-fähig macht, serienmäßig schon. Und da ist man auch ein bisschen stolz drauf bei VW. Schaut mal hinten, da könnt ihr noch den oben angeschlagenen Kofferraum öffnen und schließen. Und Lenkrad lässt sich auch in alle Himmelsrichtungen verstellen. Genauso wie den Gangwahlhebel, da hat man sich dazu entschlossen, den wie bei den meisten ID-Modellen ans Lenkrad zu packen, um eben in der Mittelkonsole mehr Platz zu haben. Das hat man geschafft. So, jetzt machen wir weiter hier in der Mittel, oder? Wenn wir schon über die Mittelkonsole sprechen. Also, die wichtigsten Sachen sind quasi hier. Man hat hier alles zum Fahrzeug nochmal. Man hat hier alle Assistenzsysteme, entweder hier in so einer Szenerie, was ich ganz schön finde eigentlich. Aber hier ist es dann nochmal ganz übersichtlich in der Liste. Das schauen wir uns dann bei der Fahrt nochmal an. Verschiedene Fahrmodi, Eco, Komfort, Sport und Individual. Und wir können zum Beispiel das CCC in 15 Stufen einstellen, aber eben auch die Lenkung in 2 Stufen, den Antrieb, den Fahrsound nach außen in 2 Stufen, ACC, Lichtassistenz und Klimatisierung. Kann auch alles zurücksetzen. Und ihr seht jetzt hier auch, wie sich das dann eben dann nochmal verändert. Da gibt es noch ein paar Informationen dazu. Und da haben wir dann direkt die Navigation und Spotify habe ich jetzt oben noch dazu gepackt. Und was ich bei so einem Auto super wichtig finde, ist die Ladeplanung. Und deswegen habe ich jetzt mal überlegt, dass wir vielleicht nach Paris navigieren. Wir sind ja in Frankreich und Paris ist ungefähr genau 700 Kilometer weit. Das schaffen wir jetzt nicht mehr mit unserem Füllzustand von 60 Kilometern. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, plant er eben automatisch 2 Ladestopps rein. Ich muss mir da keine Gedanken mehr machen. Der macht das eben automatisch und berechnet eben auch,
was da am meisten Sinn macht, das ist easy, oder? Ja, und man kann, glaube ich, die Ladestation auch skalieren nach Ladedruck, nach Anbieter und so. Das ist schon gut, dass das intern ist, dass man keine extra App benutzen muss, aus meiner Sicht. Was ich toll fand, wenn man sich im Auto nähert mit dem Schlüssel, 10 Meter weg schon, dann geht schon die Klima an, beziehungsweise wird er warm, wird er kalt und so. Das war wirklich sehr, sehr praktisch. Ja, was auch praktisch ist, ist, dass wir jetzt hier eben beleuchteten Slider haben. Der ist ja bei manchen anderen ID-Modellen nicht beleuchtet und da macht man eben hier Lautstärke und hier kann man dann auch noch die Temperatur steuern. Oh, jetzt ist das Licht ausgegangen. Also das ist jetzt auf jeden Fall besser mit diesem Slider, dass er beleuchtet ist, aber man kann sich noch immer darüber streiten, ob der Slider wirklich die beste Lösung ist. Ja. Sollen wir mal fahren? Haben wir noch Dinge, die wir vorne zeigen können? Es gibt super viel zu zeigen. Die Ambientebeleuchtung hattest du ja versprochen zu zeigen. Ja, also ich kann zum Beispiel die Ambientebeleuchtung zeigen. Ich kann diverse Spiele zeigen. Na, jetzt machen wir mal die Ambientebeleuchtung. Da seht ihr jetzt zum Beispiel alles in so einem schönen Türkis. Man kann sich hier ja verschiedene Moods aussuchen. Oder man macht das individuell. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal Pink und Gelb. Finde ich schön. Ja? Die Spiele? Ja, die Spiele, die sind natürlich brutal. Ja, die schauen wir uns an. Die sind brutal? Findest du das überflüssig? Ja. Echt? Also ich glaube, aber beim Laden, so wenn man Kids hat, so ein Spiel, weiß ich nicht. Ja, dann spiele ich doch mit denen irgendwie ein Puzzle oder so. Oder doch nicht hier so am ID. Aber was ich gut finde... Aber Tesla hat es auch und es kommt immer gut an, ne? Ja, aber was ich gut finde, man kann hier Sudoku machen. Ja? Ja, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich habe mir letztens vorgenommen, dass ich Sudoku mache. 1, 2, 3, dann kommt hier jetzt eine 4 rein. Ha! Ne? So. Spotify gibt's auch, oder? Apple CarPlay, Android Auto, Spotify. Findest du das auch überflüssig? Nö, hab ich doch gesagt, dass ich das sogar da hochgepackt habe. Ah, hat. Ja, okay, Entschuldigung. Ja, also es gibt wirklich sehr viel zu zeigen. Modi habe ich euch gesagt, Fahrzeug haben wir auch schon angeguckt. Laden kann man planen, das ist vielleicht noch interessant. Oder? Ja, es gibt einen Battery Care Mode, da geht er quasi nur bis 80%, damit die Batterie langlebiger ist. Den kann man dann quasi an- und ausmachen. Bidirektional gibt es auch? Nee, nicht wirklich, ja, das wird nur erklärt, das ist nicht freigeschaltet. Man kann ja auch nochmal optimieren quasi, man kann Ladeorte nochmal suchen und hat hier dann auch nochmal die Einstellung dafür. Aber stimmt schon, also... wir haben deshalb den Disput, weil man könnte hier natürlich 2 Stunden das Infotainment zeigen. Mhm. Wir müssen uns aufs Wichtige begrenzen. Ja. Sollen wir mal losfahren? Ja. Was willst du drücken zuerst? Pause oder Play? Stopp. Hallo, Frau Aktiviererin. Haben wir eigentlich schon was über die Beckenbodenaktivierung gesagt? Ja. Ich fühle mich mega aktiviert. In so modernen Zeiten wie diesen kann man drüber sprechen. Wie heißt diese Beckenbodenmuskel bei Frauen? Beckenbodenmuskel. Wichtig für Frauen und auch für Männer gegen vorzeitigen Samenerguss. Darf man das sagen in den Videos? Nein, das geht überhaupt nicht darum, um Training, sondern es geht darum, dass man aktiviert bleibt, gerade auf Langstrecke, die Wirbelsäule und so. Jetzt wird es seriös. Warum fahre eigentlich ich? Du fährst, weil Jan einfach das Fahren ein bisschen besser erklären kann. Und ich bin auch Sexualtherapeut. Nein, bin ich nicht. Es geht, es war wirklich sehr eng. Das Auto ist groß, breit, hat einen langen Radstand, schwierig zu zirkeln, aber der Wendekreis von 10,9 Meter fühlt sich surreal gut an. Antrieb hinten, das heißt vorne mehr Platz. Wir zeigen es euch gleich. Jetzt fahren wir los. Start, Stopp da unten irgendwie, Play, Pause. Man drückt einfach unten da einmal drauf und dann geht's los. Natürlich hat man auch noch einen Start-Stopp-Knopf hier. Wenn ihr mal vorne reinschauen wollt ins Head-Up-Display, wenn man ausmacht, sieht man das, dass es da vorne so bumm macht. Jetzt hast du gerade in dem Moment gewackelt. Warte mal, ich mach's nochmal aus. Sieht man jetzt, oder? Sieht ganz cool aus. Ich habe mir vorgenommen, diese Animation öfter zu zeigen. Ansonsten Bremse drücken, Gang rein. Habt ihr das ID Light vorne gesehen, wenn er angeht? So, warte mal, muss ein Stück weg. Schauen wir jetzt. So, und jetzt weiß ich, ich kann losfahren. Erstmal schauen wir uns vielleicht an, in welchem Modus wir hier hochfahren. Erstmal im Komfortmodus. Und ganz Autobild, Auto, Motorsportmäßig sprechen wir jetzt mal über die Federung. Das Auto ist kein Leichtgewicht, wiegt 2172 Kilo, hat einen riesigen Radstand und liegt toll auf der Straße. Woran liegt das? Naja, das DCC heißt Dynamic Chassis Control, also die Dämpfung ist adaptiv, kann man einstellen. Es ist nicht
die Federung, die jetzt im neuen Passat oder im Tiguan drin ist, mit zwei unterschiedlichen Zug- und Druckstufen. Ich vermute, dafür ist das Auto hier zu schwer, aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute. Das Auto liegt satt auf der Straße, fühlt sich überraschenderweise überhaupt nicht schwer an. Durch den hohen Aufbau der Batterie, die ja wie so ein Schokoladenriegel unten zwischen den Achsen liegt und tiefen Schwerpunkt gibt, und das fühlt sich gut an, oder? Was meinst du? Ja, also wir sind ja heute schon 4-5 Stunden mit dem Auto unterwegs und ich war Fahrerin, aber eben auch Beifahrerin und wir sind das Auto ja auch schon ehrlich gesagt oft gefahren. Ne? Stimmt. Cover, ne? Also es ist jetzt nicht der erste ultimative Fahrbericht, sondern ihr findet jetzt glaube ich schon 2-3 Fahrberichte von uns, deswegen war es jetzt nicht so krass überraschend, denn wir wussten schon, wie gut er ist. Ja, das stimmt, aber ihr schaut vielleicht das Video zum ersten Mal und jetzt beschleunigen wir mal durch. 6,5 Sekunden auf 100. Sound. Ja. So, und dann eine Vollbremsung noch. Nochmal eine Beschleunigung. Das ist einfach krass. 545 Newtonmeter maximales Drehmoment und der zieht schon. Was mich auch überrascht hat, der ist jetzt ja nur hinten angetrieben. Es wird noch eine GTX-Variante kommen, die wird mehr Drehmoment bekommen, mehr Leistung. Vermutlich der Motor, der hier drin ist, hinten, der ja der größte jetzt ist in den ID-Modellen und vorne noch einen dazu. Das hat nicht nur den Vorteil, dass der schnell beschleunigen soll, mehr Traktion wird er eben auch bekommen. Keine mechanische Verbindung wird es dann zwischen vorne und hinten geben. Aber wenn ich jetzt hier schnell eine Kurve gefahren bin, das Heck war sehr stabil. Also bis man das zum Ausbrechen bekommt, ist es dann eigentlich schon zu spät. Gleichzeitig hat man halt noch ja, die Assistenzsysteme, den Fahrdynamikmanager, der alle Assistenten verbindet und das Drehmoment teilweise halt direkt dann am Steuergerät annimmt und so. Also es ist wirklich ein sehr sicheres Auto. Was mich überrascht, was toll ist, wenn ich jetzt in den Komfortmodus schalte, ist einmal der nervige Fahrsound weg, der nach außen ist, und die Federung wird deutlich entspannter. Die Lenkung ist deutlich entspannter. Das ist wirklich gut, würde ich sagen. Ja. Und wenn man möchte, kann man sich das noch komfortabler machen. Ne? Man kann jetzt hier zum Beispiel auf Mega-Komfort gehen, ne? Dann ist die deutlich weicher, oder man geht jetzt halt auf ultrasportlich. Es ist weicher als weich, sportlicher als sportlich. Und wenn ihr mal vorne reinschauen wollt, bitte kurz in das Display, dann seht ihr auch, wenn ihr hier diese Linie überfahrt oder wenn ihr dann den Tempomaten reinmacht, dann habt ihr da so eine grüne Linie drin. Der Abstand zum Vordermann wird gehalten, die Spur wird gehalten, da können wir mal wieder weggehen. Das funktioniert sehr gut. Der erkennt auch die Geschwindigkeit, die man fahren darf, passt die dann automatisch an. Könnt ihr auch hier selbst machen. Nach einer gewissen Zeit muss man dann die Lenkung immer wieder übernehmen. Das klappt wirklich sehr gut. Was, und vor allem, wenn man so einen Blitzer da vorne sieht, weiß man sowas zu schätzen. Oh, oh. Wisst ihr was? Immer wenn ich Blitzer auf der Straße sehe, ich weiß nicht warum. Das sind Jäger-Chassis. 100 Pro. Ja, die haben so ein Gewehr. Oh Gott. Krass. Schlimm sowas. Ja, aber vielleicht, also, weißt du, wie ich meine, die kümmern sich ja hier um den Tierbestand und so weiter. Genau. Das sind, glaube ich, keine bösen Jäger. Und um Braten kümmern die sich. Schau mal, jetzt seht ihr hier, das beschlägt leicht. Ja. Und jetzt hat Jessie euch ja bei der Klima ganz toll erklärt, wie es funktioniert. Ich mach das mal smart, und zwar freie Sicht. Ja. Und dann sollte das funktionieren. Aktiviert fühlt sich das Becken sowieso an. Was VW wichtig war, die haben gesagt, bei der Ladeplanung, gucken wir jetzt da vorne, wenn man abbiegen soll. Nummer 1 ist ID Light und jetzt vorne rein. Jetzt hast du jetzt nicht doch, gesehen. Doch, ich hab's gefilmt. Ja, zeigt einem das dann auch an. Toter Winkelwarner haben wir hier dann auch drin. Wütender Franzose, weil der weiß jetzt ja auch nicht, dass wir filmen. Aber diese, du erklärst das jetzt, die Multi-Ladeplanung. Ach so, ja gut. Also ich habe euch ja gerade schon die Ladeplanung gezeigt und die plant mehrere kurze Stops ein, sodass man jetzt nicht beispielsweise an einem Ort halt eine halbe Stunde warten muss zum Laden, sondern dass es halt immer mal 10 Minuten, 15 Minuten ist. Man kann die Ladestation, ja, wie ich euch schon gezeigt habe, eben dann auch nochmal filtern, ne? Kann sich das hier dann auch nochmal raussuchen. Ihr seht das, Filter für die Ladestation, und da habt ihr dann eben auch nochmal direkt die Suche dann nach. Genau. Und vor allem wird vorkonditioniert. Es wird vorkonditioniert, eine Wärmepumpe ist hier drin und das Auto sucht halt quasi von alleine die Ladestopps aus, lädt nicht immer von 0 auf 100%, sondern immer kurz, sodass es quasi ideal ist mit der Vorkonditionierung eben von dem Akkupaket, was unten drin ist, mit der Wärmepumpe. Wenn ihr es nicht anhabt, wird auch nicht automatisch vorkonditioniert. Das heißt, ihr müsst die Navi drin haben. Macht es an. Wenn ihr wollt.
Also, sprechen wir mal noch bei unserem Auto hier über den Verbrauch. Und unser Freund Alex Bloch hat das Auto auseinandergenommen, was Verbraucheffizienz angeht. Wir auch, wir sind heute wirklich viel gefahren. Er ist angegeben zwischen 14 und 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben es wirklich geschafft im absoluten Mischverkehr, ne? Mal Stadt, mal Landstraße, mal Autobahn, 16 bis 18 Kilowattstunden zu verbrauchen. Damit kommt man etwas über 500 Kilometer bei etwas Gutes. Sieht man auch hier, 55 Kilometer sind noch immer 250 Kilometer. Bleib mal da vorne, zeig noch den stärkeren Rekuperationsmodus, B. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der rekuperiert, ob er das ganz auf Null schafft. Ja, vorne im Display seht ihr jetzt auch den Verbrauch drin. Und ich mache euch hier mal bei den Modi wieder Sport rein. Wir beschleunigen durch. Das ist eine gute Beschleunigung, aber es ist auch keine so Tesla-Blade-Beschleunigung, die einen so jetzt völlig aus den Latschen haut, was okay ist, weil, ja, ich finde das teilweise übertrieben. Mir wird es da selbst schwindelig dabei. Das ist natürlich ein nettes Gadget, um es dem Nachbarn zu zeigen, aber mir reicht das hier völlig. Was VW uns erklärt hat, war eine Sache, die interessant ist. Nicht insgesamt ist der optimiert bei 130 km/h, aber auf der Autobahn ist es jetzt nicht so, dass der ideale Verbrauch bei 100 km/h liegt, sondern wohl tatsächlich, was Geschwindigkeit und Verbrauch angeht und die über die Strecke bei 130 km/h, hat man wohl zum Vorteil des Kunden gemacht. Ich muss echt sagen, durch einen langen Radstand, durch die leicht erhöhte Sitzposition, durch den guten CW-Wert ist das Auto toll auf der Autobahn. Aber auch hier auf der Landstraße macht es wirklich Spaß und diese Spreizung, die habe ich in einem E-Auto noch selten so erlebt. Eco-Rein ist auch interessant, da kann man hier so ein bisschen auch noch schauen, wie man ökologisch fährt oder was da richtig ist. Ist auch ganz nett als Spielerei, würde ich sagen. Und ansonsten hatte ich hier echt Fun. Vielleicht noch die Harman-Kardon-Anlage, die ja optional hier drin ist, macht einen wirklich tollen Sound. Warum ist es wichtig beim E-Auto? Naja, völlig logisch eigentlich, ne? Ich halte mal hier noch kurz an. Man hat halt wirklich keinen Sound hier drin und da kann man Musik echt gut genießen. Was ich dir noch zeigen will, Jessie, ist die Rückfahrkamera. Ah, denn den war nicht gezeigt. Hier haben wir den Trailer Assist noch zum Beispiel, den man hier sieht. Und dann gibt es vorne noch eine Reinigungsanlage für die Kamera. Ne, ist nach hinten, gell? Ja. Und jetzt suche ich noch den Park Assist, der ist auch gut. Da kann man sich dann Dinge einspeichern, wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Parklücke sucht oder irgendwie Strecken immer wieder hat, funktioniert das ganz gut. Ich suche mal kurz die Draufsicht noch. Gibt es die hier? Wahrscheinlich nicht. Park Assist, Kamera. Nee, es gibt keine 360-Grad-Kamera. Aber Rangieren, Kamera. Hat er doch bestimmt, oder? Ich wollte noch zwei Sachen sagen, und zwar Förderung kriegt der jetzt hier nicht, aber es soll noch eine Variante geben, die einen kleineren Motor hinten hat und die soll dann auch noch ein bisschen günstiger werden. Auf wahrscheinlich kleineren Akku auch. Schau mal, hier assistiertes Parken geht auch. Ja, und da bin ich sehr gespannt, aber mit dem hier kriegt er die Förderung nicht. Ja, war es das? Habe ich alles erklärt? Ich glaube ja. Schon, gell? Ich würde jetzt gerne noch eine Runde VW Go spielen. Ich würde gerne mein Becken noch ein bisschen aktivieren lassen. Dann machen wir das mal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir sind da, beantworten sie euch. Ich bin wieder weg. Ich habe ja hier jetzt den besten Blick auf den VW ID.7 und ich muss euch ehrlich sagen, ich finde den richtig sexy. Für mich der schönste ID. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Und jetzt sprechen wir über die Vorteile von dem Auto. Also, obere Mittelklasse, das ist ein sehr, ich sag jetzt mal, premium-orientiertes Auto, ne? Vor allem, wenn man sich den Innenraum anguckt, der ist modern, der ist sehr gut verarbeitet. Wir haben fast keine Plastikflächen im Innenraum. Was ich nicht so gut finde, ist ja das Klavierlack. Das ist nicht mein Geschmack, aber ja, da kann man natürlich drüber streiten. Das sammelt sehr viele Fingerabdrücke bzw. eben Kratzer. Aber was toll ist, wir haben einen riesengroßen Screen im Innenraum und der ist auch modern, ne? Das Auto versteht mich. Heißt, ich sage jetzt gleich, wenn ich mich reinsetzen werde, doch mal, weil es heute ziemlich kalt war, mach mir warme Hände und mach mir einen warmen Po. Wir haben sehr interessante Sitze, die eben auch eine Beckenaktivierung haben. Da kann man natürlich einerseits drüber lachen, aber es ist natürlich auch gesund, ne? Weil wenn das Becken bewegt wird bei der Fahrt, vor allem ist er ja sehr lang, streckentauglich und auch orientiert, dann ist das einfach so, dass man später müde wird und darum geht es ja eigentlich auch beim Autofahren. Reichweite 600 Kilometer ist für mich eine Sache, die dann wirklich alltagstauglich wird, vor allem jetzt hier mit den Ladezeiten. Aber natürlich kann man wie immer drüber streiten, wir sagen es immer wieder, das ist nur eine 400-Volt-Technologie und keine 800-Volt-Technologie. Heißt, an der Ladesäule wartet ihr eben eine halbe Stunde und keine
18 Minuten wie bei Kia oder auch Hyundai. Das ist ein Kritikpunkt, dafür ist er jetzt hier ein bisschen effizienter, kommt auch ein bisschen weiter als der IONIQ 6, sieht meiner Meinung nach auch ein bisschen schicker aus als der IONIQ 6, aber am Ende ist es Geschmackssache, ob man sich eben ein Auto kaufen möchte, was eher wie eine Banane aussieht, was vielleicht eher auch als wie ein Tesla Model S aussieht oder auch ein BMW i4. Aber was interessant ist, mit dem Preis, den ich euch gleich nennen werde, da rüttelt Volkswagen schon ganz schön eben an einem Mercedes EQE oder auch an einem BMW i4 und ich fand ihn auch sehr komfortabel jetzt heute, auch wenn es geregnet hat, auch wenn es nass war, aber das war schon ganz schön gut, auf jeden Fall. Jetzt sprechen wir über den Preis und der ist ja schon im Konfigurator. Aktuell kriegt man den nur als Pro. 2024 kommt dann auch noch eine GTX-Variante, also eben eine Allrad-Variante und vor allem der Kombi. Und der beginnt bei 57.000 Euro. Da könnt ihr dann eine Förderung erzielen von ungefähr 5.000 Euro. Heißt, die liegt bei knapp über 50.000 Euro. Falls ihr aber das IQ-Light noch dazu nehmt und auch die speziellen Sitze, dann geht er eher so Richtung 60.000 Euro. Was ihr gerne machen könnt, ist den Kanal abonnieren. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Seid ihr bestens informiert, dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde.